Leute, hallo, hier willkommen zu einer weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. In der heutigen Folge werde ich ab Level 11 weiterspielen versuchen, bis Level 20 zu kommen, bestenfalls, ohne dabei Fernkampfeinheiten zu benutzen. In der letzten Folge gab es sehr viel Hass in den Kommentaren und da bin ich zu großen Teilen dran schuld, und zwar, weil ich mich sehr schlecht ausgedrückt habe und ein paar Leute haben das sehr ernst genommen alles. Und zwar in der letzten Folge schon diese Challenge begonnen. Und wir haben von Level 1 bis Level 10 gespielt. Und ich habe in der Folge die Kanonen benutzt, was einige nicht cool fanden. Und ich möchte jetzt kurz mal was ausführen. Es gibt meiner Meinung nach nämlich drei Einheitentypen in diesem Spiel. Und zwar halt die Nahkämpfer, wie die Boxer, Farmer, Barbaren, der Speere, bla 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 bla. Könnt ihr euch ja vorstellen. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Einheitenfähigkeit, und zwar die Fernkämpfer. Das sind hier die Pure Bogenschützen und die Muskels. Das sind so die Fernkämpfer. Und dann gibt es noch so eine dritte Einheit. Die sind sehr, sehr teuer. Wenn wir mal gucken hier, die Muskels kosten 80 und alles danach kostet schon 500 ungefähr. Die Chariots kann man nicht so richtig irgendwo reinpacken, weil es irgendwie einfach Streitwagen ist. Das ist einfach was völlig eigenes. Und die Einheiten darunter, bis zum Chicken Man, sind meiner Meinung nach eine völlig andere Einheit als die Bogenschützen und die Muskels. Und deswegen ist es meiner Meinung nach voll okay, wenn ich die einsetze in dieser Challenge. Weil ich meine, man kann ja auch immer noch theoretisch eine Challenge machen, wo man nur die Geschütze, so nenne ich die, nimmt und versucht nur mit Geschützen von Level 1 bis Level 20 zu kommen. Und deswegen ist meiner Meinung nach eine Kanone eine völlig andere Einheit als ein Muskel. Ich meine, wir können es uns mal gerne angucken. Hier ist eine Kanone. Hier. Und hier ist ein Muskel. Und das sind meiner Meinung nach wirklich völlig verschiedene Einheiten und deswegen ist es in dieser Challenge für mich okay, Kanonen zu benutzen. Ich mache vielleicht irgendwann eine Challenge, wo ich wirklich nur die Archer, die Muskels und die Pratcher benutzen darf. Aber Stand jetzt darf ich auch die Kanonen benutzen. Denn mal ganz ehrlich, ohne Kanonen hast du halt auch wirklich Probleme, das durchzuschaffen. Und mir persönlich geht es nicht darum, eine Challenge perfekt auszuführen. Mir geht es darum, Spaß zu haben, coole Dinge in diesem Spiel zu sehen. Und wenn ich mich so hart limitiere, dass ich im Grunde keine coolen Dinge sehen kann, dann macht es ja keinen Sinn, weil ich will euch auch coole Dinge in Videos zeigen und nicht nur irgendwas Langweiliges zeigen. Übrigens, ich erzähle jetzt sehr viel und deswegen mache ich hier schon mal meine Formation mit Schilden und mit Speeren und mit einer Kanone. Wir haben heute, das freut mich sehr, also es hat mich wirklich mega gefreut zu sehen, wir haben heute die 9000 Abonnenten geknackt. Und das hat mich unfassbar gefreut einfach, weil 9000 ist halt schon eine richtig coole Zahl und die Kanone, was war das für ein Schuss? Das war einer der schlechtesten Schüsse, die ich je gesehen habe. Und der Spearman hier, was macht der denn? Der dreht sich einfach wie so ein Maniac einfach im Kreis. Bin ich aber cool mit. Bin ich cool mit. Alter, die Speermänner sind gar nicht so schlecht. Die haben richtig lange überlebt. Ja, die 9000 Abonnenten haben wir geknackt. Erstmal riesen Dankeschön dafür an alle, die mich abonniert haben, die meine Videos regelmäßig gucken, die meine Videos teilen, die vielleicht ihren Freunden mal zeigen, ey, guck mal hier, der Idiot, der spielt ein cooles Spiel oder der ist ganz lustig. Sowas freut mich halt mega. Und deswegen, wir sind jetzt noch so kurz wieder 10.000. Als YouTuber hat man anfangen halt nur so ein paar Meilensteine, das 1000 Meilenstein und dann kommt lange nichts und dann kommt die 10.000. Könnt ihr den bitte mal töten? Der ist alleine und okay, könnt ihr den bitte nicht mal, hallo? Nein, jetzt vielleicht? Danke. Und 1000 Abonnenten habe ich im April 2015 erreicht. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, das ist eineinhalb Jahre fast her, seit ich den letzten großen Meilenstein hatte. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie gespannt ich einfach auf die 10.000 bin. Und ich bin wirklich extrem gespannt, wann wir es erreichen, ob wir es erreichen, wie wir es erreichen, ob wir es dieses Jahr noch erreichen. Das ist jetzt nicht mein Ziel, es dieses Jahr noch zu erreichen. Und ich bin wirklich gespannt. Soll ich mal einfach nur Speere packen? Ich finde, die haben ganz gut abgeliefert eigentlich. Lass mal nur Speere, einfach nur gucken, wie die abliefern. Kann sein, dass die richtig schlecht sind, jetzt haben wir ja noch Bogenschützen. Aber ich fand, die Speere waren gar nicht so schlecht gegen die Vikings. Kann sein, dass die jetzt schlecht performen. Die performen ziemlich gut. Weil die Wikinger rennen im Grunde in den Speer rein. Das ist gut. Ich habe eine Einheit gefunden, die gut ist. Ich dachte, die Muskets sind so die wichtigste Einheit hier für diese Level. Aber tatsächlich sind die Spearmen auch gar nicht so schlecht. Es sei denn, die werden es nicht schaffen, weil die keine Chance in die Bogenschützen haben. Aber so eine Kombo aus Schilden und aus den Speeren könnte funktionieren. Soll ich mal Kanonen packen? Ich habe echt Bock auf die Kanonen. Ich finde die Kanonen wirklich geil. Weil ich setze die Kanonen sonst nie ein. Und jetzt habe ich meine Chance, die einzusetzen. Und jetzt hätte ich schon Lust, ehrlich gesagt, auch die einzusetzen. So, machen wir auch ein paar Vikings. Und zwei Farmer, warum auch immer. Und mal gucken, ob, wie das jetzt aussehen wird. Ich glaube aber, dass es relativ gut aussehen wird. Also ich bin zumindest optimistisch, dass sie es hinkriegen. Und ja, wie gesagt, danke für die 9000 Abonnenten. Das ist sehr cool. Ich freue mich wirklich immer über jeden 10er-Schritt. Wow, die Kanone hat mehr mir geschadet als den Gegner. Ich freue mich wirklich über jeden 10er-Schritt, den mein Kanal macht. Über jeden 100er-Schritt, über jeden 1000er-Schritt freue ich mich extrem. Und es sieht gerade wirklich nicht so gut aus.
Vielleicht machen wir diese Folge nur den Wikinger-Arc. Ich weiß es nicht. Aber es kann auch sein, dass wir es jetzt tatsächlich schaffen sollten. Zumindest sieht es okay aus, tatsächlich. Es sieht überraschend okay aus. Der geht jetzt hier einen sehr großen Radius. Aber die Kanone ist gerade ein sehr wichtiger Player. Die Kanone hat den zweiten Kill, jetzt noch die letzte. Ey, die Kanone. Nee, den trifft er nicht. Jetzt vielleicht. Die Kanone. Einmal besser zielen. Oh, Alter, der hat sich genau in dem Moment bewegt. Jetzt? Nee. Wir brauchen mal so zwei Schüsse, bis die präzise ist. Jetzt. Oh, der ist weggebounced. Aber der Typ mit dem Speer kommt sonst. Aber der Typ mit dem Schild kommt halt auch sehr nah. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht, nein. Jetzt vielleicht. Oder es stirbt. Nein. Die Kanone hat es nicht mehr geschafft. Ich finde die Kanone einfach lustig. Und deswegen setze ich die halt mega gerne. Ich meine, einige haben mich auch gefragt, warum ich die Katapulte und so nicht einsetze. Das Ding ist einfach, ich kann es jetzt gerne mal machen. Die Katapulte sind einfach scheiße und die Ballisten sind auch scheiße. Also die fahren zum einen viel zu nah und viel zu schnell in die Gegner ran. Und zum anderen machen die viel zu wenig Schaden. Für dieses Level könnten die tatsächlich aber eine gute Einheit sein, sich gerade. Weil die Gegner halt viele Schilder haben und so. Aber guck mal, die fahren viel zu nah dran. Warum ist der so nah dran gefahren? Wären die einfach weiter hinten geblieben, wäre das viel effektiver gewesen. Aber die haben tatsächlich gerade fast alle Einheiten gekillt. Vielleicht schaffen die es sogar, das zu schaffen, die Katapulte. Dann würde ich die Katapulte vielleicht netter bereden und vielleicht die auch mal einsetzen. Aber das Ding ist, die fahren halt einfach viel zu nah dran. Ich sehe auch jetzt schon wieder das eine auf diesen Katapulten, der ich einfach an den Gegner dran speeden wird ohne Grund. Ich meine, die gehen nicht kaputt. Das ist cool. So, ihr seid eine Einheit, die nicht kaputt geht. Aber jetzt lebt halt noch eine Einheit. Und ich glaube, die ist so im Radius, so nah dran, dass sie ihn einfach nicht kriegen. Oder? Weil die halt nicht so flach schießen können. Die einzige Chance, dass sie sich jetzt gegenseitig nach hinten schleudern, bis die in Reichweite sind, den zu treffen. Ja, das ist die einzige Chance, wie die ihn killen. Jetzt ist es weit genug weg. Jetzt könnten sie den treffen vielleicht. Jetzt könntet ihr den treffen vielleicht. Ja. Okay. Gar nicht so schlecht, Katapulte. Aber ich mag die halt nicht, weil die so nah dran fahren an den Gegner manchmal. Ist kein Move, den ich cool finde. Und ja, Wache kann man komplett vergessen. So, jetzt nur gegen Archer. Sehr gut. Wir haben eine Balliste, die tatsächlich normal funktioniert, wie eine Balliste funktionieren sollte. Und wir haben ganz viele Schilde. Die Muskels wären ja sehr, sehr nice tatsächlich. Aber haben wir halt gerade nicht. Weil ich die nicht einsetzen darf. Ich darf die Muskels nicht benutzen und ich darf die Archer nicht benutzen. Aber die Balliste, die zu weit schießt und keinen Gegner killt. Hat die echt niemanden getroffen? Trifft die jetzt ein? Ja, okay, jetzt hat er ein paar getroffen. Sehr gut. Sehr gut, weitermachen. Weitermachen. Nein, der ging zu weit. Der ging leider zu weit. Aber wir sind auf jeden Fall bei den Gegnern dran. Jetzt haben wir nicht so viele Einheiten. Aber die Balliste räumt ganz gut auf. Wenn die Balliste jetzt gut hier hinschießen würde. Nein, nicht nach da. Hat aber auch getroffen und der ist richtig weit weggeflogen. Okay, die Balliste ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist vielleicht ganz okay. Aber ich finde, die sind halt zu teuer. Weil theoretisch macht es halt keinen Sinn, die zu setzen. Ihr könnt entweder eine Balliste setzen, die 600 kostet. Oder ihr könnt 20 Kurzbogenschützen setzen, die wahrscheinlich stärker sind. Aber ich darf die halt nicht setzen. Ansonsten hätte ich 20 von diesen Kurzbogenschützen gesetzt. Und was machen wir jetzt? Speere, Wikinger. Speere, Wikinger. Was machen wir? Was machen wir gegen Speere und Wikinger? Ich würde sagen einfach Kanonen. Ich setze einfach mal 4 Kanonen. Also kann ich nicht 3, 4 Kanonen setzen, habe ich natürlich ausgerechnet. Ich setze einfach 2 Kanonen, ganz viele bewahren. Okay. Ich bin jetzt voll zurückgerudert von meinem eigentlich großartigen Plan, ganz viele Kanonen zu setzen. Einfach, ja, setze ich halt 2 Kanonen statt ganz viele. Ich bin gespannt, ob die eine Chance haben. Ich finde die Kanonen halt wirklich cool. Sonst setze ich die nicht ein. Jetzt habe ich mal eine Chance, die Kanonen zu setzen. Deswegen, ich finde das okay. Was machen denn? Okay, die werden einfach. Okay, die Barbaren war nicht die richtige Einheit. Die Barbaren strugglen nämlich gerade sehr stark. Aber die Kanonen habe ich ja immer noch. Und die Kanonen räumen einfach ganz okay auf, tatsächlich. Die Kanonen sind ganz okay. Es ist sogar sehr ausgeglichen jetzt, weil die Kanonen halt zweimal gute Schüsse abgesetzt haben und wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir kommen ganz gut voran. Das finde ich klasse. Ich habe gerade das Wort klasse benutzt, glaube ich, das erste Mal seit 2 Milliarden Jahren. Jetzt sind wir schon im Samurai-Part, Level 16. Sollen wir das nicht durchspielen? Das sind jetzt nur noch 4 Level. Komm, wir machen das eben. Ich habe ja schon in der letzten Folge, ich habe das letzte Mal, als ich hier war, herausgefunden, dass die Spearmen richtig gut sind gegen die Samurai. Also das habe ich tatsächlich herausgefunden. Die Spearmen, wenn die sich nicht selbst aus dem Gefecht nehmen, weil die gegen Stein laufen, könnt ihr bitte, oh nein, die Waffen von denen hängen im Wasser und deswegen können die nicht hochheben. Oh nein. Verfluchte Spearman. Aber vielleicht kriegen sie es hin, weil das Ding ist, die Samurai laufen genau in den Angriff der Spearman rein. Und deswegen kann ein Spearman im Grunde, obwohl er weniger kostet, 2-3 Einheiten auseinandernehmen. Ist noch eine Einheit hier. Ihr seid komplett nutzlos, weil eure Waffen im Boden hängen. Oh, was soll ich machen? Scheiße, meine Waffe hängt im Wasser. Ich kann ihn nicht hochheben. Scheiße. Richtig gute Einheit. Richtig gute Einheit. Jetzt haben wir Samurai und Bogenschützen. Was es ein bisschen doof macht. Das macht es ein bisschen doof. Ich setze die Spearmen halt ganz hinten. Dann geht's, glaube ich. Ja, ich muss die, glaube ich, ganz nach hinten setzen. Und dann geht's. Und ein paar Leute mit einem Schild. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Mit diesem Gesamtprodukt bin ich zufrieden. 2 bewahren. 2 bewahren, um die irgendwo hinzulocken. Warum auch immer. 2 bewahren. Okay, die müssen jetzt ihre Waffe nicht im Wasser hängen haben. Weil die haben genug Zeit,
Nein, 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 nein. Eure Waffe darf nicht so hängen, Leute. Eure Waffe darf nicht so. Darf, kriegt ihr einen kaputt? Nein. Okay, aber jetzt kommen hier die Gegner ran. Was gut ist, die knüppeln wir kaputt. Nice. Das ist im Grunde gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier die Leute mit dem Schild und mit den Wikinger-Schilden. Und dahinter. Oh nein! Warum? Aber ihr könnt euch noch fortbewegen, ne? Eure Waffe hängt zwar im Wasser, aber ihr könnt euch noch fortbewegen. Die Wikinger räumen auf. Die Wikinger räumen auf. Ich habe die Wikinger so abgeschrieben, weil die halt echt schwach geworden sind. Es gibt uns bald eine neue Einheit. So Leute mit einem Dolch, die von unten an den Gegner reinhauen. Eine sehr neue Einheit. Oh, ein Typ mit einem Speer! Ein Typ mit einem Speer hat es durchs Wasser geschafft. Yes! Sehr gut. Ist das das vorletzte Level schon? Nein, das vorvorletzte Level. Level 18 sind wir jetzt. Das vorletzte Level. Das vorletzte Level. Okay, Samurai und Vikings. Was machen wir denn dagegen? Außer einfach mal... Wir machen eine Kanone. Und den Rest machen wir einfach dann Schilde. Ein paar. Ich setze einfach random. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, irgendeine Taktik hier reinzupacken. Das sind einfach alles random. Alles random setzen. Ja, jetzt gucken wir uns den Kampf an. Der hoffentlich gut ausgehen wird. Für uns. Okay, ich habe alles random gesetzt, was eventuell jetzt unsere Stärke oder unsere Schwäche sein kann. Da bin ich mir noch unsicher. Die Samurai sind nur noch am Leben. Die Wikinger haben wir alle fertig gekriegt, sind nur noch die Samurai. Okay, okay, nicht mehr viele, nicht mehr viele. Also noch drei Samurais, zwei Samurais. Ein Samurai, der nicht so richtig weiß, wo er hin soll mit seinem Leben. Der jetzt aber in den Krieg zieht. Der jetzt aber in den Krieg zieht, um den Baum rumrennt, geschickt. Auf jeden Fall, die Kanone hat ihn im Visier. Die Kanone könnte ihn treffen. No. Die Kanone trifft lieber ihre eigenen Einheiten. Das Ding ist, die Kanone ist ja nicht mehr so wichtig. Level 19. Havachas. Oder wie wird die ausgesprochen? Wir haben gesagt, die wird anders ausgesprochen. Die wird irgendwie, Havacha ausgesprochen. Hat einer in die Kommentare geschrieben, dass irgendwie anders ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Leute. Ich weiß es nicht. Havachas, Havachas und Muskels. Was setze ich dagegen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Wahrscheinlich wirklich Wikinger? Hat eine schnelle Einheit, die aber trotzdem irgendwie was aushält? Ich weiß es nicht. Nee, es macht keinen Sinn. Weil ich meine, sobald wirklich die Muskeln schießen und treffen, macht es halt keinen Sinn. Ich mache einfach irgendeine schnelle Einheit. Die Boxer. Ich glaube, ein Pferd ist wichtig. Ich wollte Boxer setzen übrigens. Ich glaube, zwei Pferde. Zack. Und der Rest Boxer. Okay, ein Pferd und der Rest Boxer. So. Das Pferd muss aber sitzen. Das muss auf jeden Fall sitzen. Das muss auf jeden Fall gut aufmachen. Wir müssen am besten den Havacher umkippen. Steht er von den Toten auf? Ja, die stehen von den Toten auf teilweise. Und das Pferd hat tatsächlich gut Schaden gemacht, wenn ihr mal guckt. Und die Gegner zielen aufs Pferd, obwohl es runtergefallen ist. Also das Pferd fällt gerade, wahrscheinlich sehe ich es noch. Ja, da fällt's. Ich will es mir kurz angucken. Einfach so ein fallendes Pferd. Ich liebe das, wenn die aus der Map fallen. Ist sehr gut. Okay, jetzt gehen wir wieder hoch zur Schlacht. Und wie sieht die Schlacht denn aus? Wie sieht die Schlacht denn aus? Mittelmäßig. Mittelmäßig tatsächlich. Aber machbar, aber machbar, aber machbar. Die Boxer sind dran. Die haben im Grunde keine Chance, die Muskels. Die Muskels haben keine Chance. Okay, mit solch. Okay, doch, 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 doch. Ein Muskel noch gegen 10 Boxer ungefähr. Und dann sind wir gleich im letzten Level. Okay. Die Muskels sind so wichtig eigentlich zum Durchspielen. Das ist krass. Jetzt haben wir noch einen schicken Man-Man. Ich dachte echt, die Wikinger wären die Einheit dagegen. Aber ich habe ja schon ausprobiert, was am besten gegen die ist. Und es ist tatsächlich die Samurai, die am besten dagegen sind. Ich denke, die Samurai werden den innerhalb von ein paar Sekunden fertig machen. Es sei denn, die Muskels haben was dagegen. Aber normalerweise sollten die Samurai das relativ locker hinkriegen. Das Wasser ist natürlich jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Aber ich glaube, es... Ja, okay. Der wird fallen. Der wird fallen. Der wird sehr schnell fallen, denke ich mal. Er stapft auf unsere Einheiten zu und er ist tot. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber die Samurai machen anscheinend am meisten Schaden. Und wir haben es geschafft, alle 20 Level durchzuspielen. Ohne die Muskels, ohne die Bogenschützen. Und, es wäre jetzt nur so ein kleines Handicap. Halt wirklich nur so ein ganz, ganz, ganz kleines Handicap. Vielleicht machen wir ja in irgendeiner der nächsten Folgen ein Handicap, wo ich wirklich nur die Bogenschützen benutzen darf und halt die Muskels. Aber es ist so schwer. Dann sitze ich hier wieder eine Stunde dran, weil es halt echt schwer und unfair ist teilweise. Weiß ich nicht. Ich könnte ja auch mal versuchen, aber wie gesagt, die nächste Folge wird wieder eine, wo ich eure Vorschläge machen werde. Es tut mir leid, dass ich mir in der letzten Folge so unklar ausgedrückt habe, dass es zu so einem Mini-Shitstorm geführt hat. Danke für die 9000 Abonnenten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dahin.
und ciao. Hey und Leute, hier, willkommen zur weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. Die Facecam ist mal wieder jetzt auf der richtigen Seite. Im ersten Video, was heute gekommen ist, war die auf der linken Seite. Da habe ich Cluster Truck gespielt. Checkt die Folge mal aus, wenn ihr es sehen wollt. Ich fand das Spiel sehr cool. Könnt ihr euch ja mal